Ja, manche Leute. Moment. Noch ist die Messe nicht gelesen, beziehungsweise der Vortrag nicht gehalten. Ja, also manche Leute machen es halt eben richtig und die fangen von diesem Alter an, irgendwie im Beruf, der Berufung, der Leidenschaft treu zu bleiben. Die einen machen es mit Rechnern, dann mit Elektronik oder Bilder malen. Manche Leute halt eben, naja, was muss ich euch erzählen, ihr seid die Bahnbubble. Oder ein großer Teil von der Bahnbubble. Marc hat es gemacht. Er ist dann irgendwann zu den Karlsruher Verkehrsbetrieben und Albtal und tut dort Dinge und macht das, was viele von euch wahrscheinlich am liebsten machen würden. Dinge mit Bahn und Rolling Stock und solche Geschichten. Genau, und wie das in Karlsruhe funktioniert, weil in Karlsruhe ist es ein bisschen anders, das ist ein bisschen besonders, weil die Karlsruhe nämlich auch auf den DB-Gleisen fahren und. Was erzähle ich euch? Das wisst ihr alle selber, aber lasst es euch von Marc nochmal erzählen und herzlichen Applaus. Nico? Muss ich hier Nico noch was machen? Sag mal was. Ich sag mal was. Kann man mich hören? Ja? Sehr gut. Also dann nochmal hallo zusammen. Ich halte den Vortrag sehr gerne, weil ich halt ein Fan des Karlsruher Modells bin. Wir überziehen übrigens 10 Minuten dann, ne? Also wir machen länger. Ich vertraue dir. Also das Karlsruher Modell. Vielleicht zu meiner Person. Ich bin der Bereichsleiter, Unternehmensbereichsleiter Fahrzeuge und Werkstätten. Also mein Schwerpunkt liegt auf den Fahrzeugen und alles, was damit zu tun hat. Ich bin auch noch Betriebsleiter bei JOSTRAP, also kenne auch ein bisschen Betrieb und Infrastruktur, aber da bin ich nicht sattelfest. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir. So, am Ende sind auch noch meine Kontaktdaten eingeblendet. Das vielleicht kurz zum Beginn. Kurze Agenda, ich würde sie nicht vorstellen, sondern einfach dann anfangen, damit wir in die Themen fachlich einsteigen können. Kurze Vorstellung von unserem Unternehmen. Also es ist ja immer bei uns Verkehrsbetriebe Karlsruhe für den BO-Strapp-Bereich, also der Straßenbahnbereich, und dann ja noch die AVG, die Albtal-Verkehrsgesellschaft für den Eisenbahn- und BO-Strapp-Bereich, sind in der Konzernholding. Achso, man sieht es noch gar nicht. Entschuldigung. So, jetzt in der Konzernholding untergebracht im KVVH. Das ist der unternehmerische Querverbund. Das hat man früher gemacht, weil da konnte man über die Stadtwerke immer relativ gut den Verkehrsbereich ausgleichen, über die Einnahmen des Stadtwerke den Verkehrsbereich finanziell ausgleichen. Bei uns ist auch noch die AVG drin und die KVVH gehört dann insgesamt, ist eine 100% Tochter der Stadt Karlsruhe. Dann nochmal kurz zur Vorstellung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. So die wichtigsten Daten, wir haben knapp 1400 Mitarbeiter, etwas über 300 Haltestellen. Zu uns gehört natürlich auch noch die Schlossgartenbahn. In meinem Bereich liegt auch die Betreuung der Fahrzeuge der Schlossgartenbahn. Ein Mitarbeiter aus meinem Bereich plant auch gerade von der technischen Seite den Neubau der Turmbergbahn. Insgesamt 4 Betriebshöfe. 56 Busse, mehr Schienenfahrzeuge. Also man merkt, Karlsruhe ist eigentlich ein sehr schienenfahrzeuglastiges Verkehrsunternehmen oder eine schienenfahrzeuglastige Stadt. Also sehr stark ausgebaut und der Busverkehr dient hauptsächlich dazu, zum Schienenverkehr als Zubringer zur Verfügung zu stehen. Dann zu unserer Schwestergesellschaft, Albtal-Verkehrsgesellschaft, die hat rund 1000 Mitarbeiter, fährt natürlich weitere Strecken. Im Eisenbahnbereich werden ja auch höhere Geschwindigkeiten gefahren, hat eine höhere Streckenlänge, hat noch einen Busverkehr, wobei der Busverkehr in den nächsten Jahren auslaufen wird. Ende 2024 ist bei der AVG im Busverkehr Schluss. Da hat die AVG dann nur noch Schienenfahrzeuge und dann im Bereich Güterverkehr tätig und im Bereich natürlich des klassischen Karlsruher Modells. Dann noch eine oder noch ein paar Folien zu den Fahrzeugen. Wir machen ja bei der AVG auch noch Güterverkehr. Dafür haben wir 6 Diesellokomotiven im Einsatz. Wir haben einige weitere Fahrzeuge noch. Diese klassischen gelben Fahrzeuge, hier diese sogenannten Gleisarbeitsfahrzeuge, weil ja auch die AVG eigene Infrastruktur hat, sowohl eigene Strecken, also die uns als AVG wirklich gehören, aber auch Passstrecken. Die Murgtalbahn ist eine Passstrecke, die langfristig von DB Netz angepachtet ist. Und dort führen wir natürlich an die Instandhaltung an den Strecken selber durch. Und dafür brauchen wir die entsprechenden Fahrzeuge. Auch was wir haben, ist VBK wie AVG-seitige Zweiwegfahrzeuge. Unimox ist heutzutage der Standard, weil Schienenfahrzeuge als Einzelfahrzeuge immer relativ aufwendig in der Beschaffung sind.
Und Unimox oder Zweiwegfahrzeuge sind halt mittlerweile der Standard, haben auch den Vorteil, dass sie natürlich auch außerhalb der Infrastruktur irgendwo hinfahren können und damit bessere oder andere Geschwindigkeiten erreichen können. Weiterhin haben wir noch 25 Güterwagen, weil wir insbesondere Müllverkehre fahren zwischen Karlsruhe und der Müllverbrennungsanlage in Mannheim. Dafür haben wir eigene Güterwagen, teilweise gepachtet, teilweise noch eigene. Jetzt eher in die Richtung des Karlsruher Modells, also welche Schienenfahrzeuge haben wir denn für den Personenverkehr? Das sind natürlich die klassischen Zweisystemfahrzeuge, hier grün gekennzeichnet. Dann die klassischen Einsystemfahrzeuge, also reine Straßenbahnen, wie hier die Niederflurstraßenbahnen, die ab 1995, 99 ausgeliefert wurden. Die NET 2012, das ist, die Fahrzeuge wurden gemeinsam von der VWK mit der AVG zusammen beschafft. 36 Fahrzeuge davon gehören der VWK, 39 der AVG. Ist wichtig zu erwähnen, sind zwar Einsystemfahrzeuge vom Spannungssystem, also nur 750 Volt Gleichstrom, aber rein betrieblich sind es Zweisystemfahrzeuge, weil sie auch eine eingeschränkte BO-Stoppzulassung haben, weil die S1, S11 Albtalbahnhof Richtung Ettlingen-Bad Herrenalb oder Ettersbach ist auch als Eisenbahnstrecke gewidmet und deswegen haben sie diese eingeschränkte EBO-Zulassung. Bei den VDV-Tramtrain-Fahrzeugen gehe ich nachher noch ein. Dort wird es das gleiche System sein. Die Einsysteme werden auch zwei Zulassungen weiterhin haben und die Zweisystemfahrzeuge natürlich weiterhin. Die VDV-Tramtrain werden als erstes die Hochflurer und die Niederflurer ausmustern und dann später auch die Zweisystem-Mittelflurfahrzeuge, aber gehe ich nachher auch noch darauf ein. In Summe, man sieht es hier auch nochmal, wir haben in Summe VWK, AVG zusammen, so rund die 90 Busse, verschiedene Kraftfahrzeuge natürlich, um den ganzen weiteren Betrieb sicherzustellen. Das fängt von den Einsatzfahrzeugen für die Verkehrsmeister, die bei Unfällen schnell vor Ort sind, auch mit Blaulicht hinfahren dürfen, an. Wir haben LKW, da ist unsere Aufgleistechnik drauf. Solche Fahrzeuge wie dann die Infrastrukturfahrzeuge, die klassischen orangen Fahrzeuge, die man ja öfter im Stadtgebiet bei uns sieht. Und was wir natürlich auch noch haben, sind insgesamt so rund 22 Museumsfahrzeuge. Wir versuchen immer aus den Bestandsfahrzeugen, wenn die Serien ausgemustert werden, ein oder zwei Fahrzeuge für die Nachwelt zu erhalten. Und bei uns kümmert sich der TSNV sehr liebevoll um die Fahrzeuge dann. So, jetzt steige ich zum Karlsruher Modell ein. Das sind erstmal die reinen Innenstadt- oder BO-Strapstrecken, die auch früher schon vorhanden waren, nach Bad Herrenalb und Ittersbach. Und im Laufe der Zeit kamen dann die Strecken dazu. Die erste Strecke war Grötzingen-Bretten-Gölzhausen. Das ist die erste klassische Zweisystemstrecke, also wo das Karlsruher Modell entstanden ist, 1992. Deswegen haben wir ja auch vor einiger Zeit das entsprechende Jubiläum gefeiert, 30 Jahre. Hatte eine damalige Streckenlänge von 140 Kilometer. Dann, was dazugehört, was ja auch in Summe wichtig war zur damaligen Zeit, dass man ein KVV, also ein Verbund gründet, damit für die Fahrgäste die Zugangshemmnisse abgebaut werden, damit man halt eine Fahrkarte braucht und nicht für jedes einzelne Verkehrsunternehmen eine entsprechende Fahrkarte. Dann weiterhin immer die Entwicklung. Also man sieht es hier relativ gut. Das war nochmal so ein relativ großer Sprung dann im Jahr 2000, wo doch einige Strecken hinzukamen. Ging kontinuierlich so weiter. Hier unten mussten wir sogar außerhalb der Präsentation gehen, damit wir es überhaupt noch darstellen können. Also wir fahren sehr weit. Es gab auch mal in der Vergangenheit, aber es ist länger her, ich glaube entweder von Eutting oder Freudenstadt nach Öhringen, die längste S-Bahn-Linie Deutschlands oder sogar Europas, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil die Fahrzeuge durchgefahren sind, ist natürlich für Pünktlichkeit kein positiver Effekt. Auch moderne Fahrzeuge haben leider noch Störungen, das werden wir aber nie wegkriegen. Aber ich habe ja gerade gelernt, dass es im IT-Bereich genau das gleiche ist. So, die letzten Erweiterungen, das war, habe ich schon live miterlebt, sind die Strecken nach Sinsheim, Moosbach, diese Bereiche, dann dieses, so ein klassisches T auch in Heilbronn, wo ja auch ein BO-Stadtbereich ist, ist das gleiche System oder Prinzip wie bei uns in Karlsruhe, drei Übergangsstellen. Und dann haben wir noch diese winzigen
teilweise fortsetze, wo das Karlsruher Modell natürlich auch noch funktioniert. Das ist hier in Bad Wildbad und hier gar nicht eingezeichnet. Mit dem Word gibt es ja auch noch eine kleine Biostrap-Strecke. Und damit sind wir Biostrap-Betrieb nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Rheinland-Pfalz. Und wenn ich mal Betriebsleiter bin, muss man immer daran denken, dass man ja mehrere Aufsichtsbehörden im Zweifelfall zu informieren hat. Zu der S1, S11 noch mal ganz kurz eine Ergänzung. Also es ist ja eingeschränkter EBO-Betrieb. Jedoch wichtig dafür ist, damit gelten auch viele Eisenbahnvorschriften dort auch. Reiner Straßenbahnbetrieb wäre von den Regularien ein bisschen einfacher. Andersrum hatte der Eisenbahnbetrieb auch einen Vorteil, weil es von einem Aufgabenträger bezahlt wird und nicht wie der Straßenbahnverkehr, der ja direkt von unserem Gesellschafter, der Stadt Karlsruhe, das Defizit ausgeglichen werden muss. So, dann zu den Systemschnittstellen. Also wir haben drei Schnittstellen, wo man den Übergang hat vom Biostrap-Bereich auf den Eisenbahnbereich. Klassisch am Albtalbahnhof gibt es die entsprechende Rampe. Im Bahnhof Durlach gibt es einen Übergangspunkt und dann natürlich bei Knielingen Richtung Rheinland-Pfalz. Ich glaube, die Folie ist selbsterklärend, deswegen gehe ich da gar nicht tiefer drauf ein. Was macht das Karlsruhe-Modell eigentlich aus? Das war diese schon am Anfang in der Übersicht erwähnte erste Strecke, Karlsruhe-Grötzingen-Brettengölzhausen. Man sieht es. Also was wichtig ist, man muss letztendlich die Bahn zu den Fahrgästen bringen und nicht die Fahrgäste zur Bahn. Ich glaube, jeder kennt es, umso einfacher oder barrierefreier der Zugang ist, umso einfacher wird es. Deswegen hatte man damals in dieser Strecke halt wesentlich mehrere Zwischenstationen, also weitere Haltestellen eingebaut. Und wenn man hier auf dem Bild von Bretten sieht, hat sich ja die Dichte der Haltestellen wesentlich vergrößert. Und im Straßenbahnbereich sagt man so als Größenordnung Haltestellenabstände zwischen Straßenbahn eher 400 Meter, wenn es eher Richtung Stadtbahn geht, so 800 Meter. Aber dass man sehr gut fußläufig erreichen kann, damit man gar keinen Grund hat, beispielsweise vorher einmal ins Auto einzusteigen. Weil wenn man erstmal ins Auto sitzt, fährt man ja eher weiter, als dann nochmal auf die Bahn umzusteigen, im Regelfall. Und wenn man hier nochmal Bretten betrachtet, also es gab vorher zwei Haltestellen und durch das Karlsruher Modell sind dort nochmal 9 zusätzliche Haltestellen gebaut worden. Und das hat halt die deutliche Attraktivitätssteigerung gebracht. Dann die entsprechenden Effekte auf die Mobilität, die haben sich auch im Laufe der Zeit gezeigt. Also vor der Kombination waren die Fahrgastzahlen geringer. Als das Karlsruhe-Modell eingeführt wurde, hat es sich sofort oder sehr zeitnah vervierfacht und dann verzehnfacht. Ich weiß nicht genau, aus welchem Zeitraum die Zahlen sind. Vermutlich vor Corona-Zahlen natürlich, aber das zeigt einfach die Größenordnung. Und da geht es ja auch nicht um den genauen Faktor, sondern es zeigt einfach diesen Punkt, den ich schon erwähnt hatte. Also diese Bequemlichkeit, die ja doch die meisten Menschen oder ich aus meiner Erfahrung auch bei mir kenne, zu durchbrechen. Also umso einfacher der Zugang ist, umso schneller ich da hinkomme, umso mehr ich kein anderes System brauche, was ja auch wieder die Zuverlässigkeit erhöht, umso besser ist der Effekt und so mehr Leute steigen auch von dem einen auf das andere System um. So, dann einfach nochmal weitere Strecken, das sind einfach weitere Beispiele, nachdem das Karlsruher Modell, also mit dem gleichen Maßstab, mehr Haltestellen, die Schienenfahrzeuge zu den Kunden bringen, zu den Fahrgästen bringen, welche Effekte es sich gezeigt hat. Und das ist durchgängig auf allen Linien gewesen. Das zeigt auch definitiv die Erfahrung, auch die Erfahrung aus anderen Städten. Natürlich gibt es immer direkt nach der Eröffnung diese sogenannten Einschwingeffekte. Man muss sich erst an das System gewöhnen, quasi selber mal ausprobieren, merken, dass es dann gut ist. Und dann entstehen natürlich auch die entsprechenden Umsteigebeziehungen. Dann das Karlsruher Modell ist auch ein gewisser Exportschlager. Auf dieser Folie ist also nicht das 100% klassische Karlsruher Modell, das ist natürlich in Deutschland, also wir in Karlsruhe, Saarbrücken noch, Kassel und Chemnitz, das sind klassische Karlsruher Modelle, wo ich aus dem Straßenbahnbereich in den Eisenbahnbereich fahre und wieder zurückfahre. Die anderen Systeme sind halt so
Twitter-Systeme vielleicht oder Hybrid-Systeme, wo es halt so eine Kombination aus beiden gibt. Also schon das Umland direkt mit der Innenstadt verbinden, also dieses Kernprinzip des Karlsruhe-Modells umsetzen. So, dann jetzt eher der Teil, was ich jeden Tag mache oder was jeden Tag zu meinen Aufgaben gehört, die Technik an den Fahrzeugen. Das Bild ist ein ET2010, das ist unser letztes Zweisystemfahrzeug, was wir bekommen haben. Die erste Auslieferung ist 2012 erfolgt, da habe ich gerade einen Monat hatte ich da bei einem Verkehrsbetrieb in Karlsruhe gearbeitet, war im Mai, ich hatte im April angefangen und dann war eine relativ lange Zeit noch in Betriebssetzung oder in Betriebnahmeverfahren, wo man technische Probleme natürlich noch lösen musste, aber auch das ganze Zulassungsverfahren durchführen musste. Diese Fahrzeuge dürfen wir bis Vierfachtraktion einsetzen, wobei wir es nicht im täglichen Betrieb in Vierfachtraktion einsetzen. Im Eisenbahnbereich, im BU-Strapp-Bereich dürfen wir maximal 75 Meter fahren und da die Fahrzeuge 37,5 Meter lang sind, also maximal Doppeltraktion. Die technischen Unterschiede, also die Radreifen haben bei Eisenbahnfahrzeugen einen breiteren Spurkranz, kommen nachher nochmal Detailbilder, und Straßenbahnen Räder sind auch geeignet für Rillenschienen zu befahren. Daraus mussten wir ein sogenanntes Mischprofil entwickeln, um halt beiden systemgerecht zu werden. Jetzt sage ich gleich noch was dazu. Dann im Eisenbahnbereich sind die Radien natürlich, die Bogenradien viel größer als im Straßenbahnbereich. Straßenbahnen fahren wir bis 25 Meter, Eisenbahn ist eher so klassisch 180 Meter, geht auch runter, aber das ist eher so der Normalzustand. So aus Spaß sagen wir ein bisschen, bei 180 Meter Bogenradien denken unsere Fahrzeuge schon, sie fahren im geraden Gleis. Also nicht so besonders anspruchsvoll. Dann bei uns, unser spezielles System natürlich auch, die zwei Systemfahrzeuge sind Zweirichtungsfahrzeuge, also an beiden Seiten Führerstand, damit auf beiden Seiten Türen. Unsere Straßenbahnen sind Einrichtungsfahrzeuge und damit nur auf der einen Seite ein Fahrerstand. So, dann noch ein wesentlicher Unterschied im Straßenbahnbereich ist es ja heute der Trend, eher niederflurige Fahrzeuge zu machen. Rein für unsere Fahrgäste, für unsere Kunden natürlich der ideale Weg. Niedrige Bahnsteighöhen leicht zu erreichen, leichter barrierefrei zu gestalten. Von uns für die Fahrzeugtechnik eher schwierig, weil halt immer mehr Komponenten aufs Dach kommen müssen. Und im Eisenbahnbereich hat sich auch als Standard eher 55 cm Bahnsteighöhe oder 76 cm Bahnsteighöhe durchgesetzt für den Regionalverkehr Regionalverkehr. Reine S-Bahn-Systeme haben eher eine Bahnsteighöhe von 1000 mm, genauso wie Fernverkehrszüge, ICE beispielsweise. Und deswegen sind die Bahnsteige teilweise im Abstand Bahnsteigoberkante zu Gleisoberkante in den Bahnhöfen unterschiedlich. Sieht man in Karlsruhe, aber insbesondere auch in Köln kann man das sehr gut sehen, S-Bahn-Gleise zu den anderen Gleisen. Dann natürlich das, was das Karlsruher Modell ausmacht, die unterschiedlichen Spannungssysteme. Eisenbahn ganz klassisch 15.000 Volt, Wechselstrom 16,7 Hertz, Straßenbahn klassisches System 750 Volt Gleichstrom, moderne Antriebstechnik, Drehstrom, Asynchronmotoren ist heutzutage Standard. Und dann natürlich noch dazu kommt verschiedene weitere Regelwerke. Das ist auch ein sehr spannender Punkt mittlerweile. Es gibt ja nicht nur nationale Regeln, sondern auch europäische Regeln, insbesondere im Eisenbahnbereich inklusive dem Zulassungsverfahren. Im BU-Strapp-Bereich ist es ein bisschen einfacher aktuell geregelt und auch von der Normenhierarchie darf man ja immer dran denken. Europäische Verordnungen haben den Rang eines europäischen Gesetzes und stehen damit über den nationalen Gesetzen und Regelwerken. Und für uns ist es immer so, natürlich müssen wir diese ganzen Regelungen und so weiter übereinander kriegen. Was auch noch sehr spannend wird in Zukunft, gibt ja heute noch dazu einen Vortrag ETCS, Einbau in die Fahrzeuge. Wir haben jetzt aktuell zwei Zugsicherungssysteme, klassische PZB 90, die punktförmige Zugbeeinflussung, PZB, und unser innerstädtisches System, das IMU-System. Und da werden wir ein drittes System dazu kriegen, ETCS. Für die neuen Fahrzeuge ist entsprechend eingeplant. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Schaffung der Crashnorm, also dass wenn ein Schienenfahrzeug mit Individualverkehrsfahrzeugen beispielsweise auf Bahnübergängen kollidiert oder mit anderen Eisenbahnfahrzeugen, da gibt es eine Crashnorm und in Summe werden dadurch die Fahrzeuge kontinuierlich schwerer.
Was heutzutage auch wichtig ist, was ich gleich noch erwähnen möchte, ist die Klimatisierung der Fahrzeuge. Niederflurige Fahrzeuge, ich kann nichts mehr unter das Fahrzeug bauen, muss alles aufs Dach bauen und damit natürlich die ganzen Wagenkasten anders konstruieren. Ein einfaches oder leichteres Bild mal in der Übersicht, einfach mal ein ET2010 mit den verschiedenen Funktionen. Was halt beim Karlsruher Modell natürlich hinzukommt, sind Blinker. Wir bewegen uns im straßenbündigen Verkehr. Und da müssen wir uns natürlich auch anpassen. Da gehören halt Blinker standardmäßig mit dazu. Außenspiegel sind auch bei normalen Nahverkehrszügen ja Standard, damit man einfach die Einstieg- und Ausstiegssituation beobachten kann. Was halt auch noch hinzukommt, die Lichtsysteme, die Scheinwerfersysteme sind ein bisschen unterschiedlich. Wir versuchen das bei den nächsten Fahrzeugen auch zu optimieren, um halt nur noch nach Möglichkeit ein System zu haben. Und das würde man dann halt sehen. Klassisches Licht bei der Eisenbahn ist dieses klassische A. Bei der Straßenbahn ist es eher dieses Tagfahrlicht oder das Frontlicht, was man ja auch, wenn man Auto fährt oder halt bei Autos generell beobachten kann. Das kommt halt dazu. Was auch noch bei uns der Fall ist, wir haben bei unseren Fahrzeugen eine dritte Bremsleuchte, was man ja auch aus dem Kraftfahrzeugbereich kennt, gibt es in der Eisenbahn nicht. Ich darf auch keine Bremslichter sozusagen bei der Eisenbahn haben. Das ist halt immer ein bisschen komplex, dieses Thema halt sicherzustellen. Was halt auch noch dazu kommt, nicht nur die Blinker, auch klassische Warnblinkanlage. Als ich hier angefangen habe, musste ich mir erst daran gewöhnen, wie viele Unfälle wir mit anderen Straßenverkehrsteilnehmern, also Pkw, Lkw, Transporter haben. Ich hatte immer gedacht, dass man ein 4 Meter hohes, 37 Meter langes Fahrzeug nicht übersehen kann, aber sie probieren es immer wieder, aber 68 Tonnen Fahrzeug sind halt immer stärker als ein Pkw. Also, dann nochmal ein Detailbild. Aber wie sind unsere Radsätze aufgebaut? Das wollte ich zeigen. Einfach eine Skizze, dass der Radkörper, sieht man hier, die sogenannten, der Gummikörper, gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal diese Einzelgummikörper oder zwei Gummiringe, die dort eingebracht sind. Das obere Bild wäre mit Gummiringen und dann der entsprechende Radreifen. Warum macht man das? Bei uns, wir fahren ja mit unseren zwei Systemfahrzeugen maximale Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Schneller dürfen wir auch nach den Regularien nicht fahren. Und um die Radreifen schneller tauschen zu können, sind diese gummigefederten Räder extrem vorteilhaft, weil man nicht hier immer abpressen muss. Also wirklich, das ist über einen Öldruck, wird es abgepresst, sondern einfach die Radreifenwechsel geht schneller, ist instandhaltungsfreundlicher und einfach auch sicherer, dass man weniger Schäden macht. Ganz entscheidend bei dem Thema, man sieht es hier nur in der Skizze, sind dann die Strombrücken, die halt diesen Gummikörper überbrücken, weil insbesondere im 750 Volt Gleichstrombereich, also Straßenbahnbereich, ist die Stromrückführung ganz entscheidend, dass das sicher funktioniert. Und deswegen sind an jedem Rad, an jeder Achse, an jedem Drehgestell mehrere von diesen Strombrücken drin. Und das wird auch regelmäßig geprüft, dass die Stromführung absolut zuverlässig funktioniert. Dann nochmal drei Bilder im Vergleich, einfach, dass man es nochmal leicht erkennen kann, was macht das Karlsruhe-Modell aus. Wenn wir mal bei uns im Betriebshof West Führung durchführen, zeige ich das auch immer gerne live. Das ist ein klassisches Eisenbahnrad. Die sogenannte Spurkranzhöhe ist geringer, hier im Vergleich zum Eisenbahn. Und die Spurkranzdicke ist geringer, liegt auch einfach daran, Straßenbahnen haben eher so maximale Lasten pro Achse, also zwei Räder rechts, links von 11,5 Tonnen und Eisenbahnen fahren ja bis 22,5 Tonnen Achsellast, wird diskutiert zu 25 Tonnen. Und wir mussten halt, was ganz entscheidend war, halt diese beiden Radsysteme oder Spurgrenze kombinieren. Und da ist dieses Karlsruher Mischsystem draus gekommen, also flache Spurkranzkuppe, damit ich durch sogenannte Flachhillenanlagen, kommt gleich, Bilder überhaupt durchfahren kann. Eisenbahnen fahren nicht durch Flachhillenanlagen, dürfen sie, aber es ist eigentlich nahezu nicht bekannt. Und diese Kombination der Radprofile, was halt wirklich wichtig ist, die Spurführung ist ja der oder ein ganz entscheidender Punkt für die Sicherheit der Schienenfahrzeuge, damit einfach die Sicherheit gegen Entgleisen sichergestellt ist. Und deswegen musste dieses Profil damals entwickelt werden und ist im Grundsatz, es ist ein sehr sicheres Profil und funktioniert ja auch seit mehreren Jahrzehnten mehr als zuverlässig. Dann zwei Bilder,
aus unserem Betriebshof West einfach zu den Unterschieden. Das ist eine Flachhüllenanlage direkt bei uns im Betriebshof. Also hier fährt das Fahrzeug auf der Spurkranzkuppe. Also um es nochmal zu verdeutlichen, das ist die Spurkranzkuppe. Da fahren die Fahrzeuge, im Eisenbahnbereich gibt es das nicht, das sieht man hier auch, das ist ja sozusagen nach unten offen, da fahren die Fahrzeuge nicht auf der Spurkranzkuppe. Und entscheidend, wann mache ich das, das liegt daran, mit welchem Winkel ich hier sozusagen die beiden Gleisstränge sich begegnen. Dadurch, dass wir sehr enge Radien fahren, hatte ich ja erwähnt, bis 25 Meter, dann kommt es eher vor, umso größer die Radien werden, vereinfacht gesagt, umso seltener kommt es vor. Vorhin bei der Umfrage gesehen, öfter mal fährt, das ist da die Stellen, wo man meistens über große Kreuzungen fährt und es dann richtig rumpeln hört. Das sind dann meistens Flachhüllenanlagen. Dann nochmal zum Karlsruher Modell. Die zweite Sache, die uns ausmacht, ist ja die Systemtrennstellen. Also wenn ich vom klassischen 750 Volt Gleichstrombereich Straßenbahn in den 15 kV 16,7 Hertz Wechselstrombereich der Eisenbahn reinfahre, gibt es die entsprechenden Systemtrennstellen. Ich habe hier einfach mal dargestellt, die Systemtrennstelle bei uns im Rheinhafen, hier unten geht es in Rheinhafen, also Eisenbahnbereich, hier oben geht es dann in den Biostadtbereich, hier liegt dann unsere Unterführdrehmaschine. Und aufgebaut ist es immer so, 750 Volt, Neutralabschnitt, kurzgeschlossener Abschnitt, neutral und dann die 15 kV. Warum macht man das? Der neutrale Abschnitt ist dafür da, dass das Fahrzeug überhaupt erkennt, dass ich in dem Übergangsbereich bin, das ist 0 Volt erkennt. Aber um das ganz sicher zu erkennen, ist dieser kurzgeschlossene Bereich entscheidend, dass da definiert 0 Volt Spannung anliegt, damit das Fahrzeug einfach das sauber erkennen kann und damit auf diesem Leistungsschalter, der auf dem Dach steht, also der 3-Wege-Schalter, 750 Volt, 0 Volt, 15.000 Volt, einfach sauber erkennen kann, ist dieser extrem kurzgeschlossene, neutrale Bereich wichtig. Da ist es auch bei uns Vorgabe, dass durch diesen Bereich durchgerollt wird und nicht mit Leistung gefahren wird. Leistungsabruf kann ich eh nicht durchführen. Auch entscheidend natürlich, es kommt zum Glück sehr, sehr selten vor, aber kommt halt vor, dass genau in dem Bereich Fahrzeuge stehen bleiben. Dann kann man diesen Bereich über so einen Überbrückungsschalter überbrücken, dann auf 750 Volt zuschalten, also eher zu der niedrigeren Spannung und dann dahingehend das Fahrzeug in die entsprechende Richtung rausfahren, wird aber nur von geschultem Personal durchgeführt, ist auch der absolute Ausnahmefall, also man muss diese Handlung sehr bewusst durchführen, weil dann liegt halt hier nur noch dieser Bereich mit neutral da und wenn man da zu schnell rüberfährt, dann ist man sehr schnell im 15 kV Bereich. Technisch oder für die Sicherheit der Fahrgäste passiert natürlich gar nichts, weil das abgesichert ist, aber das wird einmal richtig laut knallen, weil die Überspannungsschalter sozusagen durchschlagen und dann quasi die Oberleitung geerdet wird und damit schaltet dann in dem Moment die Oberleitung ab, also absolut vermeiden. Aber damit gibt es mehrere Sicherheitssysteme, die dann zusammenarbeiten. Dann zur Entwicklung der Karlsruher Fahrzeuge, unser Karlsruher Modellfahrzeuge. Weit vor meiner Zeit gab es noch, auch in meiner Zeit noch, aber die Stadtbahnfahrzeuge. Der erste Prototyp wurde auch wirklich aus so einem Stadtbahnfahrzeug umgebaut. Also da hat man in ein klassisches 750 Volt Stadtbahnfahrzeug wirklich ein Trafo eingebaut und das ganze System getestet. Die Fahrzeuge sind seit ungefähr 2 Jahren ausgemustert, entsprechend halt nicht mehr in der Zeit. Vom Fahrgastkomfort, keine Klimatisierung, absolute Hochflurfahrzeuge etc. Die wurden durch die NET 2012 ersetzt. Das sieht man so ein bisschen auch hier sehr gut in der Übergangskurve. Die ganz alten Fahrzeuge, Holzklasse, kommt nachher noch ein Bild, sind da nicht mehr eingefügt. So, und wie geht es dann weiter? Ab 2025 kommen dann die sogenannten VDV-Tramtrain-Fahrzeuge. Die ersetzen dann zum einen die Niederflurstraßenbahn, die wir noch haben. Und dann natürlich als erstes, weil die AVG-Fahrzeuge zuerst kommen, die Hochflurfahrzeuge und dann längerfristig auch die Mittelflurfahrzeuge, weil sie entsprechend einfach ihre Lebensdauer erreicht haben. Einfach nochmal, so sieht man das von der Historie. Und die Hochflurfahrzeuge waren ganz am Anfang wichtig, rein von der Technik natürlich wesentlich
störungsunanfälliger ausgerüstet, weil schlicht weniger Technik drin war. Die Antriebsanlagen waren Unterflur angebracht, nicht auf dem Dach. Und heutzutage, man sieht die Entwicklung, ET2010 ist schon ganz viel auf dem Dach. Der Trafo ist noch Unterflur. Bei den VDV-Tramtrain-Fahrzeugen ist aktuell der Planungsstand, dass da sogar der Trafo aufs Dach kommt, um entsprechend die Einstiegshöhen, die Fußbodenhöhen sicherzustellen. So, was hat sich denn an den Fahrzeugen geändert? Ich habe die Fahrzeuge selber noch kennengelernt, die sogenannte Holzklasse. Ein wichtiger Punkt, den ich hier nicht aufgeschrieben habe, sind, die Fahrzeuge waren schmaler. Die waren nur 2,40 Meter breit, Standard oder maximal zulässige Breite. Straßenbahnen sind 2,65 Meter. Man darf Straßenbahnen nicht breiter machen. Das kommt aus der Verordnung des Straßenverkehrs. Selbst LKWs sind eigentlich schmaler mit 2,55 Meter. Also unsere Fahrzeuge haben schon die maximale Breite. Breitere Fahrzeuge, natürlich mehr Sitzplatzkapazität. Und damit also für unsere Fahrgäste wesentlich besser. Was hat sich noch geändert? Hatte ich erwähnt, vollständige Klimatisierung, die zwei Systemfahrzeuge am WLAN. Der Fahrer sitzt nicht mehr im Fahrgastraum, hat eine abgeschlossene Kabine. Die Türsysteme sind viel komplexer geworden, viel mehr Sicherungssysteme in verschiedensten Bereichen. Sehr gut für den Fahrgast. Rein aus Instandhaltungssicht heißt es natürlich, mehr Systeme können mehr Störungen erzeugen. Ich glaube, das kennt ihr auch. Umso mehr Systeme ich da reinbaue, umso mehr mögliche potenzielle Fehlerquellen habe ich. Was ich schon mehrfach erwähnt habe, alle Komponenten müssen aufs Dach, um die Niederflurigkeit zu gewähren. Dadurch werden die Fahrzeuge schwerer, die ganze Grundkonstruktion wird schwerer und das macht die Fahrzeuge immer aufwendiger. Ich hatte es schon am Rand erwähnt, wir fahren hier mit den zwei Systemfahrzeugen schon bei voller Fahrgastbeladung mit 11,5 Tonnen Achslast. Mehr ist nicht zulässig, weil dann die Infrastruktur dafür nicht mehr ausgelegt ist. Das große Projekt VDV Tramtrain. Wie entstand es? Also ich hatte vorhin vor der Tür das Wort Selbsthilfegruppe gehört. So ein bisschen passt das auch zu dem Punkt. Es gibt einen VDV-Ausschuss, Unterausschuss Regionalstadtbahn. Da haben wir ein bisschen im Scherz gesagt natürlich, dass es unsere Selbsthilfegruppe Zweisystemfahrzeug ist. Wir sind halt eine Besonderheit. Es gibt, man hat es ja gesehen, nicht besonders viele Betreiber. Und dann haben wir darüber angefangen zu reden. Und bei einem Unternehmen war es wirklich die Frage, zu welchem Stückpreis kriege ich die Ersatzfahrzeuge aufgrund der Lebensdauer, um das Modell überhaupt fortsetzen zu können. Und dann haben wir angefangen zu reden und dann einfach festgestellt, naja, die Fahrzeuge sind in den wichtigsten Punkten gleich. Und darüber entstand das Projekt VDV Tramtrain. Und das natürlich einmal für die Einmalkosten, die entstehen, die Konstruktion, die Fertigung der Fahrzeuge, aber auch diese Lebenszykluskosten, Ersatzteile, Obsoleszenz, ein ganz wichtiger Punkt, einfach gemeinsam in die Beschaffung gegangen sind. Dann haben wir das sozusagen über die VDV oder den VDV, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, weitergetragen. Und dadurch sind dann immer mehr an Bord gekommen. Und jetzt haben wir 250 Fahrzeuge in der Kooperation festbestellt und ungefähr nochmal 250 Optionen, also 500 Fahrzeuge. Und das ist für unsere Anzahl schon eine richtige Größenordnung. Gibt Preiseffekte natürlich und damit Kostenreduzierung. Damit war halt für alle Beteiligten dass die Modelle gesichert. Was haben wir gemacht von der Vorgehensweise? Also nach dieser Erstabstimmung haben wir einen Industriedialog gestartet, weil da war es ganz wichtig, zu erkennen, dass die Industrie uns sagt, welche Kundenwünsche, also unsere Wünsche, machen denn die Fahrzeuge teuer. Deswegen haben wir einen sehr intensiven Industriedialog geführt, um einfach dass sie uns sagen, verzichtet darauf, macht das einheitlich, macht das anders etc., damit wir halt wirtschaftliche Fahrzeuge in der Beschaffung wie auch in der Lebensdauer bekommen. Das Projekt leitet auch die VBK, das ist in meinem Team, die Gesamtprojektleitung angesiedelt. Und dann über die normalen Verfahren mit europaweiter Ausschreibung etc. Und letztendlich konnten wir dann im Januar letzten Jahres die Zuschlagserteilung an die Firma Stadler machen. Und das war zum damaligen Zeitpunkt der größte Einzelauftrag, den die Firma Stadler gekriegt hat. Die Aktien sind, glaube ich, um 4,5 oder 5% an dem Tag der Veröffentlichung gesprungen. Insgesamt haben wir auch, was auch wichtig ist zu erwähnen, drei Verträge, einen Fahrzeugliefervertrag, einen Instandhaltungsvertrag und einen Subunternehmervertrag.
Fahrzeugliefervertrag ist der Standard. Der Instandhaltungsvertrag heißt, dass der Hersteller die Verantwortung für die Instandhaltung trägt. Es ist für uns wie eine Gewährleistung über die Lebensdauer der Fahrzeuge. Gleichzeitig aber durch den Subunternehmervertrag ist der Hersteller gebunden, uns als Unternehmen, in dem Fall wesentlich die VBK, mit der Durchführung der Instandhaltung zu beauftragen, also Arbeitsplatzsicherung. Also alle Arbeitsplätze sind darüber gesichert für die Zeit, wo wir die Fahrzeuge haben. Ausmusterung so 2064 frühestens. Genau, und die Regelung funktioniert. Wir zahlen dem Hersteller einen Preis pro Fahrzeugkilometer und er muss uns für die Arbeitsstunden zahlen, einfach einen Stundensatz. Das Modell nochmal, also aus dem Standard, aus einer Standardkonstruktion, das ist für die Kollegen der Saarbahn, weil sie die Fahrzeuge als erstes brauchen, die verschiedenen Varianten ableiten. Diese Variante gibt es schon mittlerweile nicht mehr, weil die Saarbahn sich entschieden hat, nur noch einen Fahrzeugtyp zu bestellen. Die Saarbahn hatte auch überlegt, reine 750 Volt Fahrzeuge zu beschaffen, aber aufgrund des eines wirtschaftlichen Angebotes hat man sich dann anders entschieden, also nur noch zwei Systemfahrzeuge zu beschaffen. Dann Land Salzburg, Schiene Oberösterreich haben ähnliche Fahrzeuge zu der wie die AVG und die Regionalstadtbahn Neckaralb. Und wir als VBK kriegen unsere Einrichtungs-Einsystemfahrzeuge, aber viele Komponenten sind gleich, also gleiche Drehgestelle, gleiche Klimaanlagen etc. Und das war wichtig und hilft halt auch, diese großen Stückzahlen zu erzeugen. Einfachen Lieferplan. 2025 kommen die ersten AVG-Fahrzeuge und dann in den Folgejahren immer gestaffelt VBK und AVG. Letzte Auflieferung 2032, Mindestlebensdauer der Fahrzeuge 32 Jahre und damit sind wir bei diesen genannten 2064. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Fahrzeuge meistens länger im Einsatz bleiben als die reinen 32 Jahre. Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten einfach als Folie. Schon wie im Vortrag viel erwähnt, sind im Wesentlichen die gleichen technischen Daten wie bei unseren bisherigen Bestandsfahrzeugen. Sozusagen geht damit fort. Einfach mal aus dem aktuellen Designhandbuch eine Skizze, wie die Farbgebung sein soll, ist aber auch noch nicht final, ist alles aktuell noch in der Abstimmung. Dann mal ein kleines Schmankerl aus der Instandhaltung. Indirekt aus der Instandhaltung aber zu den Designfragen. Kleinigkeit, Frage hier gelb oder hier schwarz. Über Gestaltungsfragen kann man sich ja vortrefflich streiten. Deswegen bin ich dann persönlich froh, dass ich mich aus Technikseite weniger damit beschäftigen möchte. Auf das Punkt, den ich eingehen wollte, ist dieser. Man sieht es ja hier, da ist ja ein kleiner Sprung in der Farbgebung. Also nicht eine Linie, sondern ein kleiner Sprung. Warum macht man das? Das hat wirklich Instandhaltungsgründe. Ich habe grundsätzlich Bauteiltoleranzen. Wir können die ganzen Bauteile nicht im Millimeterbereich fertigen, sondern immer ein paar Millimeter schwankt. Dann habe ich Einstellbereiche etc. Und wenn ich das genau Kante auf Kante machen will, ist das so ein Aufwand, das genau hinzukriegen, dass so ein größerer Sprung weniger gestalterisch auffällt, als wenn man es wirklich Kante auf Kante macht. Kleinigkeit, aber in der Instandhaltung schon relevant, weil das macht richtig Aufwand. Und wenn man sowas einzeln lackieren muss oder einzeln folieren muss, dann genau auf die Höhe in der Kombination, was ich vorhin gesagt habe, wie viele Leute unsere Fahrzeuge übersehen, ist das halt wirklich aufwendig. Und man kann sich ja überlegen, welches Bauteil da am meisten betroffen ist. Frontgestaltung gehört eh mit dazu, halt, ob hier so ein schwarzes Lätzchen kommt oder das gelbe. Ist noch in Abstimmung. Innenraumfoto einfach. Einige waren ja bei den Mockup-Tagen sozusagen da, wo wir das Fahrzeug ja ausgestellt haben. Es wird jetzt in dunkler E-Leather-Bezug, so heißt das, glaube ich, richtig, wurde gewählt. Das hat einfach einen Punkt der Hygiene. Leider finden wir manchmal Flüssigkeiten auf den Sitzen und das ist halt mit Stoffsitzen schwieriger zu sehen, als wenn es diese Art Leder ist. Weiterhin rote Handgriffe, einfach um den Kontrast darzustellen, damit es auch für insbesondere natürlich Sehbehinderte leichter zu erkennen ist. Was sich unsere Fahrgäste viel gewünscht haben, sind ganz viele Haltemöglichkeiten. Das versuchen wir darzustellen und dann natürlich in dem stärkeren Kontrast. Und für uns passt es natürlich auch gut als VBK. Man sieht es ja hier unten, dass wir da so eine Anlehnung an die VBK-Farbe haben. Dann einfach hintereinander einmal das aktuelle Innendesign von VBK und AVG.
AVG. Wichtigster Unterschied ist und aus den beiden Führerständen natürlich ein barrierefreies, PM-gerechtes WC. Das können wir jetzt erstmalig einbauen. Hat auch wirklich Stadler sich wirklich viel Grips reingesteckt, viele Ideen gehabt, um das zu ermöglichen, also die Rollstuhlgerechtheit insbesondere herzustellen bei den schmalen Fahrzeugen. Immer wichtig dabei zu denken, 2,65 Meter und dann auch die entsprechenden Mehrzweckbereiche. Wenn man jetzt im direkten Vergleich guckt, VWK, ein Fahrerstand weniger, dann dafür natürlich mehr Sitzplätze und gegenüber den Türen entweder Mehrzweckbereiche oder auch Sitzplätze eingebaut. Das ist halt auch der Vorteil an Einrichtungsfahrzeugen. Rein aus technischer Sicht fände ich Zweirichtungsfahrzeuge auch besser, weil sie weniger durch Wendeschleifen fahren, damit da dort der Verschleiß dann auch geringer wäre. Für unsere Fahrgäste hat natürlich diese Einrichtungsfahrzeuge ein großer Vorteil, weil es wirklich wesentlich mehr Sitzplätze gibt, weil alleine gegenüber den Türen kann ich nur Sitzplätze machen, weil sonst wären da andere Türen. Also hat der die entsprechenden Vorteile. Natürlich bei unseren Einsystemfahrzeugen kein WC, weil sonst natürlich noch weitere Sitzplätze entfallen müssten. Ich merke gerade sehr schön, dass ich meine Zeit einhalte. Das finde ich so gut. einfach, was sind unsere zukünftigen Herausforderungen? Ich wollte es nicht zwischendurch erwähnen, aber ein ganz klares Motto bei uns ist, die Sicherheit geht immer vor. Also bezüglich Sicherheit wird bei uns niemals diskutiert. Das ist immer eine ganz klare Vorgabe. Muss ich auch sagen, das ist im gesamten Eisenbahnsektor ganz eigentlich ein Grundprinzip. Wir sind ein sehr konservativer Bereich in Sachen Entwicklungsfortschritt, also manchen Dingen wirklich langsamer und hinterher. Ich könnte jetzt positiv sagen, unsere Fahrzeuge kann man nicht hacken, weil da, wenn da gleich 24 Volt und Relais drin sind, wird es halt ein bisschen schwer. Aber auch Software nimmt bei uns natürlich immer mehr zu. Aber das hilft halt auch. Also dieses langsame Vorgehen, langsame Einführung von Innovation hilft halt dabei, dass die Systeme sicher sind. Und wenn man sich dazu Statistiken anguckt, merkt man das immer doch sehr, sehr stark. Welche weiteren Punkte haben wir? Also natürlich ein Grundsatz. Nachwuchsgewinnung oder generell Mitarbeitergewinnung wird immer schwieriger. Früher waren die Bewerberzahlen wesentlich höher, nehmen immer mehr ab. Als ich meine erste Führungsverantwortung habe, habe ich mich gefreut, mal auf der anderen Seite des Bewerbungstisches zu sitzen, mal Kandidaten aussuchen zu dürfen, Kandidatinnen. Heutzutage habe ich wieder das Gefühl, dass es wieder gleich ist wie früher. Ich muss mich aktiv bewerben bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also in der Hinsicht gute Chancen für die Zukunft. Demografischer Wandel. Die ganzen langjährigen Mitarbeiter im gesamten Sektor gehen jetzt Stück für Stück in Rente natürlich, in den wohlverdienten Ruhestand. Aber damit geht halt ein unheimliches Fachwissen. Die Ausbildungsgänge früher waren wesentlich umfangreicher und diesen Dreiklang Betrieb, Infrastruktur, Fahrzeugtechnik haben die Kolleginnen und Kollegen sehr gut verinnerlicht. Und das wird immer komplexer, das wieder nachzuschulen, weil da gar nicht negativ bewertet, eher eine Feststellung, im kommen andere Generationen. Jetzt das merken wir. Dazu kommt auch noch ganz klar eine Verschiebung Work-Life-Balance, auch nicht gewertet. Ich habe Mitarbeiter, die sagen lieber, ich arbeite 70%, verzichte ganz bewusst auf Geld und habe damit Zeit für meine Familie, meine Kinder, sonstige Aktivitäten. Ist eine Umstellung für uns, weil das Arbeitsvolumen nimmt eher zu, weil die Komplexität zunimmt. Diese ganzen Punkte, die ich erwähnt habe, was immer dazu kommt. Und was hier auch noch eingefügt ist, halt zunehmender der Schulungsumfang nimmt zu, weil es mehr komplexere, schwierigere Regularien gibt. Also das ist in meinem Sektor und unserem Sektor ganz klar so, es gibt eher mehr Regelwerke als weniger Regelwerke und die werden eher vom Umfang her eher dicker als dünner. Und selbst wenn wir auf Papier verzichten würden, die Regelwerke an sich bleiben da und wir müssen sie entsprechend natürlich bearbeiten. Und dazu kommt dann sozusagen der regelmäßige Schulungsaufwand und speziell bei uns nochmal, wir sind in verschiedenen Bereichen auditiert und damit ist es dann entscheidend natürlich nach dem Audit ist vor dem Audit, weil auch Auditoren möchten immer einen Fortschritt sehen und damit wird es zum jedes Mal immer eine höhere Anforderung. Ich hatte schon erwähnt, die Regelwerke nehmen zu, dieses, was man früher im positiven Sinne mal kurz machen konnte,
wir ändern mal eben was an den Fahrzeugen. Kleinigkeiten wird immer schwieriger, weil man ganz viele Abfragen machen muss. Wenn wir alleine eine weitere Antenne aufs Dach bauen würden für ein weiteres Funksignal, welchen Grund das immer, dann muss man sofort eine Untersuchung für die elektromagnetische Verträglichkeit machen, das entsprechend abprüfen. Und bei Fahrzeugen, die Baujahr 92 sind und damit Konstruktionsstand eher 88, gibt es natürlich auch keine Basisunterlagen von damals, weil diese Anforderungen gab es damals nicht. Und das macht es eben immer komplexer. Und dann nochmal, was ich vorhin schon erwähnt habe, dann noch ein neues Zugsicherungssystem mit einer neuen Antenne einzubauen, das wird schon eine gewisse Komplexität. Dann auch eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung, das Thema Lärm, da steigt die Lärmsensibilität. Wo wir früher Fahrzeuge ohne Probleme abstellen konnten, können wir sie nicht mehr abstellen oder wird immer schwieriger. Da kommen immer mehr Anwohnerbeschwerden. Und dann, jetzt haben wir vollklimatisierte Fahrzeuge. Dann möchten wir natürlich auch vorklimatisierte Fahrzeuge unseren Kunden anbieten. Das produziert natürlich automatisch Lärm. Wir versuchen, die möglichst leise zu machen, aber null Lärm geht halt nicht. Und damit ist es genau, ne, die Kombination einerseits für den Fahrgastkomfort und andererseits die berechtigten Bedürfnisse der Anwohnerinnen und Anwohner zu erfüllen. Und was ich schon erwähnt hatte, ETCS, und wer weiß, welche weiteren Themen noch kommen. Jetzt noch eine kleine Folie, speziell eher auf die AVG. Ist auch auf der AVG-Homepage ganz normal downloadbar als Dokument. Wir machen uns kontinuierlich natürlich auch Gedanken, welche Streckenerweiterungen wir durchführen können. Was ja demnächst kommt, ist ja die Zweigleisigkeit Leingarten-Schweigern. Das ist ein Punkt, da arbeiten wir definitiv dran. Ich bin gar nicht sicher, ob die Baumaßnahmen schon begonnen haben, aber sie kommen definitiv. Hier einfach nochmal, das ist die Wintersheimer Brücke bei Rastatt. Es war ja früher eine klassische Eisenbahnbrücke, ist jetzt eine Straßenbrücke. Gibt es auch immer mal wieder Überlegungen, da wieder Bahnverkehr drauf zu machen. Hätten unsere Fahrzeuge natürlich einen Vorteil, weil ich ja straßenbündig fahren könnte als Biostrap. Wie sich es entwickelt, muss man sehen. Wenn wir dann noch natürlich noch nach Frankreich reinfahren, dann müssten wir noch Spurwechselfahrwerke einbauen und dann geht es komplexer, glaube ich, nicht mehr. Also muss man sehen, was noch kommt. Dann hier oben gibt es wieder die Überlegung, die Strecken zwischen Landau und Germersheim zu reaktivieren. Und so ist diese ganze Karte aufgebaut. Auch Querspangen sind noch drin. So eine ähnliche Überlegung gibt es natürlich auch für Ergänzung von Linien im Beostrap-Bereich in der Innenstadt Karlsruhe. Jetzt kann ich mir einen kleinen Werbeblock nicht verkneifen. Also wir suchen regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dafür natürlich auf unserer Homepage gerne gucken und natürlich auch regelmäßig Werkstudierende. Ganz offen, da gibt es natürlich die vielleicht nicht ganz so spannenden Tätigkeiten, aber wir versuchen in unserem Bereich natürlich auch mit spannenden Tätigkeiten einzubinden und dann kommt es ja immer auf die Qualifikation und das Interesse der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber. Damit nochmal dann meine Vita sozusagen am Ende. Damit wären dann auch meine Kontaktdaten vorhanden. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, ihr habt es gesehen, Bewerbung. Ne? Wir haben 13 Minuten für Fragen, für Q&A. Los. Haltet euch bitte dann kurz. Ja, hallo. Danke, sehr interessant. Letzten Sommer oder vorletzten Sommer sind ja in Karlsruhe ich formuliere es mal provokant, die Gleise geschmolzen. Man wusste, dass es irgendwie die Gummidichtungen sind, ich habe zumindest nicht mitbekommen, wer jetzt final schuld war oder woran es genau lag. Können Sie da vielleicht was zu erzählen? Ich kann zum technischen Hintergrund was erzählen. Das ist die sogenannte Fugenvergussmasse gewesen. Im Gleichstrombereich muss man die Stahlschienen eingießen, damit der Rückstrom fließt ja ganz klassisch Unterwerk, Oberleitung, Fahrzeug, Schiene und zurück zum Unterwerk, damit der Strom sich keinen anderen Weg sucht. Zu der Schuldfrage darf ich und kann ich mich nicht äußern, weil das natürlich noch nicht final geklärt ist. Nein, das wird ein Gerichtsverfahren werden und das ist logisch. Ich oute mich jetzt offiziell als alt. Ich bin auch schon mit der Linie 5, mit der Holzklasse gefahren und habe mich gerade gefragt, wie wird denn so eine Bahn verschrottet? Wo geht denn das ganze Material hin? Vielen Dank für die Frage.
Also das Positive ist noch, die Fahrzeuge haben relativ hohen Stahl- und Metallanteil. Bei uns war es bisher so, da kommt entsprechende Schrotthändler bei uns auf den Betriebshof und zerlegen dann die Fahrzeuge nach den jeweiligen Stoffklassen sozusagen. Also wir versuchen da schon sehr hohen Anteil entsprechend zu recyceln, also Wiederverwertung zuzuführen. Geht bei manchen Materialien leider nicht. Sitze, die dann vielleicht 15 Jahre alt sind, die kann man leider nur noch entsorgen. Innenverkleidung sind noch Kunststoff, wird aber entsprechend versucht, so zu entsorgen. Wir haben es letztes Jahr so gemacht, das kann sein bei den zwei Systemfahrzeugen, also Holzklasse waren ja ein System, da muss man wirklich eher verschrotten, weil da gibt es keine anderen Betreiber, die noch sinnvoll nutzen können. Bei den zwei Systemfahrzeugen haben wir letztes Jahr zwei Fahrzeuge in die Schweiz verkauft für den Übergangsverkehr und die haben dann eine Zweitnutzung. Und wenn wir dann die zwei System-Hochflurfahrzeuge ausmustern, kann es wirklich sein, dass die noch eine weitere Nutzung haben können. Bisher war es häufig so, dass die Richtung Ost-Südosteuropa dann verkauft wurden. Da war auch irgendwie ein Gedanken für einen großen Garten wahrscheinlich im Spiel. I guess. Danke auch von mir für den Vortrag. Ich habe mal eine Frage zu der Verteilung auf die Fahrzeugklassen, weil insgesamt sieht es ja so aus, als würdet ihr euren Stock nicht wirklich hoch machen. Also ihr habt nicht viel mehr Fahrzeuge projektiert in der Zukunft. Ist das nicht so, dass wir davon ausgehen sollten, dass mehr Leute wahrscheinlich das Verkehrssystem nutzen wollen und wir vielleicht auch mehr Kapazität brauchen? Wir sind da bereit für und auch entsprechend vorbereitet. Also bei der VBK ist es so, wir haben vier Fahrzeuge wirklich schon Mehrung eingeplant, insbesondere Behängungsausweitung. Bei der AVG ist es schlicht so, das hängt von unserem Aufgabenträger ab, was er bestellt. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. So ein Zweisystemer kostet um 5 Millionen und das ist der reine Invest. Da ist über die Lebensdauer ganz vereinfacht gesagt nochmal das Gleiche und das muss jemand finanzieren. Und daran ist die Frage. In dem VDV Tramtrain-Projekt ist es aber so, dass da ja Optionen eingeplant sind. Und ich meine, zwischen 24 und 36 Monate vor Auslieferung müssten wir das mit dem Hersteller also formell bestellen. Und damit sind wir dahingehend vorbereitet. Und natürlich könnte man die Bestandsfahrzeuge auch noch einige Jahre ein bisschen länger laufen lassen und in der Kombination.